Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit Max Mannheimer unterhalten. Er hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Er ist 90 Jahre, hat das Konzentrationslager in Auschwitz überlebt und in Dachau. Und seit vielen Jahren zieht er von Schule zu Schule und berichtet der jungen Generation über seine Erfahrung. Darüber und über vieles mehr möchte ich jetzt mit ihm unterhalten. Max Mannheimer, schön, dass wir mal bei Ihnen zu Hause vorbeigucken dürfen. Und natürlich muss man, und ich hoffe, es ist nicht zu spät dafür, in diesem Jahr haben Sie Ihren 90. Geburtstag gefeiert. Dazu möchte ich Ihnen nochmal ganz recht herzlich gratulieren. Vielen herzlichen Dank. Es gibt eine Kadenzzeit, also ein halbes Jahr. Es war schon im Februar, aber das gilt. So gerade noch. Für TV München gilt es viel länger. Dankeschön. Wie fühlen Sie sich mit 90 Jahren? Wie fühlen Sie sich? Ja, wissen Sie, als ich befreit wurde, war ich eine halbe Leiche. Und ich habe gesagt, wenn ich 40 Jahre alt werde, bin ich schon zufrieden. Jetzt bin ich 90 und immer noch on Tour. Eine Unwahrscheinlichkeit. Vielleicht ist mir die Aufgabe zugefallen, über diese Zeit zu erzählen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber anscheinend ist es auch die Aufgabe, die mich auch noch immer, sagen wir, aktiv hält. Meine Hauptklientel sind ja die Schulen. Ja, man muss vielleicht dem einen oder anderen, der Sie vielleicht noch nicht kennt, kurz erzählen, dass Sie ein Überlebender sind aus... Ja, ich kann das in 5 Minuten erzählen. In der Tschechoslowakei geboren, nach Besetzung des Sudetenlandes, Übersiedlung nach Südmähren, dann Anfang 1943 über Theresienstadt nach Auschwitz, 6 Wochen in Birkenau. An der Rampe in Birkenau sah ich meine Eltern, meine Frau, meine Schwester zum letzten Mal. Nach 5 Wochen war von unserer Familie nur, 8-köpfige Familie, nur ein 6 Jahre jüngerer Bruder und ich am Leben. Die anderen wurden alle in Auschwitz ermordet. Wann kam für Sie der Entschluss, dass Sie darüber den jungen Leuten berichten wollen, dass Sie die jungen Leute darüber aufklären wollen, wie die Zeit für einen Juden bis 1945 in Deutschland war? Im Jahr 1985 wurde ich von der Leiterin der Gedenkstätte in Dachau, Barbara Rissel, angefragt, ob meine im Archiv von Dachau verwahrten Aufzeichnungen, die als Typoskript lagen, für eine neue Publikation zur Verfügung stellen würde. Ich sagte ja, und das Jahr veränderte mein Leben total. Seit dem 9. April 86 bin ich in Schulen, Universitäten, kirchlichen Einrichtungen, um als Zeuge der Zeit, nicht als Ankläger oder Richter, den nachfolgenden Generationen die Gefahren einer Diktatur näher zu bringen. Wenn Sie jetzt diese Jahrzehnte im Rückblick sich anschauen, wie beurteilen Sie die Aufarbeitung dieser Zeit bis 1945 in Deutschland? Ja, also 1945 bis zum Kalten Krieg und so weiter, da gab es ja fast keine Nazis, viele waren Widerstandskämpfer. Ich denke nun an Globke, der die Nürnberger Gesetze im September 1935 zusammen mit Dr. Schuckardt verfasst hat, der dann Staatssekretär bei Adenauer war und als Widerstandskämpfer erklärt wurde. Da war ich natürlich etwas enttäuscht, als die Nazis zurückkamen. Das war die sogenannte Paragraf 131, Einsetzung in den ursprünglichen Stand. Also die ganzen Nazis kamen, wurden rehabilitiert. Sie haben sich gegenseitig Persilscheine, wie es so schön ist, ausgestellt, während der kleine Briefträger, weil er in der Partei war, entlassen wurde. Also es war eine große Enttäuschung. Haben Sie den Eindruck, dass die Aufarbeitung, wenn Sie sie so über die letzten 40 Jahre in Deutschland sich rückwirkend angucken,
etwas bewirkt hat, sind... Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und was Interessante ist, dass man gesagt hat, nach 50 Jahren wird es eine Zäsur geben. 50 Jahre. Das Gegenteil ist der Fall. Die heutige Urenkelgeneration ist neugierig zu erfahren, weshalb ihre Urgroßväter solange seine Massenmörder die Treue halten konnten. Das ist für jemanden, der in einer Demokratie aufgewachsen ist, unverständlich. Ich bekomme viele Briefe, viele zustimmende Briefe, weil ich jede Schuld von vornherein in meinem Büchlein auf der Rückseite, es hat Ernst Pieper da zitiert, steht, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber was in Zukunft geschieht, dafür schon. Also mir geht es darum, die Leute für die Demokratie zu begeistern. Und ich sage auch wenn die Politiker nicht immer Vorbilder sind, aber man kann sich auch gute Vorbilder raussuchen. Man muss nicht die negativen suchen. Und welchen Eindruck haben Sie, wie junge Leute das aufnehmen, was Sie ihnen aus Ihrer Erfahrung, aus den Konzentrationslagern und aus Ihrem Leben schildern? Sehr positiv, weil ich ja ohne Hass, ohne Vorurteile, ohne Anschuldigen. Ich komme nur als Zeuge der Zeit, sage ich, nicht als Ankläger oder Richter. Und das verstehen Sie sehr gut. Wenn Sie jetzt so Ihre Vorlesungen machen, dann, das machen Sie ja jetzt schon über Jahrzehnte, dann gab es ja in Ihrem Leben auch Begegnungen von Menschen, die Sie aus der damaligen Zeit, denen Sie sozusagen 30 Jahre später wieder begegnet sind. Was waren das für Begegnungen? Ja, es ist zum Beispiel, ich bin begegnet 1947 einem ehemaligen Bewacher aus Warschau. Das war ein Volksdeutscher aus Kroatien. Und ich habe den aus der Straßenbahn am Marienplatz gesehen. Er wollte rein, ich wollte raus, aber damals gab es ja Trauben und so weiter. Bin vom Stachus zurückgelaufen. Da war ein Schutzmann damals am Marienplatz, sage ich hinzu. Ich bin ein ehemaliger Häftling, das ehemalige SS-Mann, verhaften Sie ihn. Ja, machen wir gleich. Dann sind wir damals mal noch die Polizei am Fischbrunnen, keine ja. Sind wir die Ledererstraße zum Platzl gegangen. Mhm. Und siehe da, er hat seinen deutschen Namen, SCH beginnend mit S mit einem Häkchen versehen. Mhm. Das ER hat der Ovic drangehängt und hat einen Ausweis, so wie die Zwangsarbeiter oder die Überlebenden KZ. Und noch die Frechheit, er wohnte in Allach, direkt neben Dachau. Diese Frage, gab es auch gute Nazis? Der begegnen Sie ja auch immer wieder. Einen Fall möchte ich erzählen, denn es ist in einer Schule im Landkreis München. Er fragt mich, eine Schülerin, gab es auch SS-Leute, die menschlich waren? Sage ich, ja, ich habe auch den Namen genannt. Ein Berliner, der schrecklich gebrüllt hat, das war in Warschau. An einem Sonntag schaut er in meine Richtung. Kommen Sie her, Häftling 2882 meldet sich zur Stelle. Da hatten wir Nummern von Lublin. Sagen Sie Ihren Kameraden, dass ich in Berlin mit jüdischen Kindern aufwuchs, dass ich mit ihnen befreundet gewesen bin, dass ich nicht freiwillig zur SS gegangen bin, dass ich aber so brüllen muss, sonst wird man mich für diese Arbeit als ungeeignet ansehen und ich muss an die Front. Was glauben Sie, falls eine Seele hüpfen kann, wie meine Seele gehüpft ist? Denn aus einem Mund eines SS-Mannes, so eine Äußerung war für uns mehr als Brot, oder es war eine, sagen wir, eine Hoffnung, dass nicht in jeder Uniform ein Mörder steckt. Jetzt ist der Vortrag zu Ende. Die Lehrerin kommt mit einem Mädchen gleichen Namens, das ist ein seltener Name, der ist in Berlin noch 15 Mal im Telefonbuch. Ich wusste den Vornamen nicht. Ich bin ja öfter in Berlin. Kann ich sagen, entschuldigen Sie, sind Sie der nette SS-Mann, der in Warschau so gebrüllt hat? Ja. Da kriegen Sie ein Herzkasperl. Und stellt sich vor mit dem gleichen Namen. Sag ich, was war dein Opa? Er war Aufseher. Sag ich,
du kannst stolz sein, seine Opa gehabt zu haben. Lebt er noch? Nein, er ist vor 2 Jahren in Würzburg gestorben. Das war 2007, war ich da, 2005. Also er hat nicht gesagt, dass er bei der SS war. Das war wahrscheinlich die. Also der hat sie besonders laut angebrüllt, damit die anderen Aufseher geglaubt haben, er meint es ernst und ist besonders streng. Nein, er hat gebrüllt, das war der normale Kommandoton. Aber war im Grunde genommen hilfreich ihm gegenüber. War genommen menschlich, ja. Wäre er noch am Leben, würde ich am nächsten Tag, er lebte dann in Würzburg, würde ich am nächsten oder übernächsten Tag nach Würzburg fahren, um ihm für seine Einstellung danken. Mhm. Denn für uns hat das eine große Bedeutung gehabt. Wie ist das eigentlich mit Ihnen, Herr Mannheimer? Sind Sie gläubig? Gläubig eigentlich nicht. Ich habe ja in meinen Erinnerungen geschrieben, ich habe den Glauben an Gott verloren. Aber sicher ist sicher. Als Kind habe ich immer vor dem Schlafengehen mit der Hand auf dem Kopf Shema Israel Adonai Eloheinu Echad Ve'Ahavta und so. Das habe ich im Lager, obwohl ich den Zweifel hatte, ob es Gott gibt, habe ich trotzdem gebetet. Sicher ist sicher. Und wann haben Sie den Glauben an Gott verloren? Na, dort im Lager. Und er kam nicht mehr zurück? Ja, ich denke schon, dass es ihn gibt. Warum? Er lässt mich mit 90 Jahren rumreisen, hat mir meinen Humor zurückgegeben. Das scheint er mit dem, was ich mache, ich bin ein sündiger Jude, ich fahre am Schabbat Auto. Jetzt mache ich keine Führungen mehr, weil ich 2 neue Knie, neue Hüfte habe. Aber Führungen gemacht, Schabbat gefahren. Wenn er damit nicht einverstanden wäre, was habe ich gemacht? Er erzählt die Geschichte des jüdischen Volkes, reduziert meistens auf eine Familie. Und da scheint er damit einverstanden zu sein. Vielleicht eine faule Ausrede. Aber nachdem er mich mit 90 Jahren so aktiv noch sein lässt, scheint er damit doch zufrieden zu sein. Und ich respektiere religiöse Leute. Ich möchte einen Fall erzählen, also das war eindrucksvoll. Ungarische Juden, das war eben in Karlsfeld-Allach, sehr religiös, haben jeden Tag das heimlich. Da war zufällig ein Lagerältester, ein Österreicher, ein Politischer, sagt, ihr müsst nur immer aufpassen, dass jemand vor der Tür steht, heimlich gebetet, in der Früh und am Abend. Und am Yom HaKippur, am Versöhnungstag, dann muss man 25 Stunden, nicht einen Tropfen Wasser, gar nichts. Und die haben gearbeitet und haben das durchgehalten. Ich glaube, das hat sie enorm gestärkt, dieser Glaube. Also wenn jemand geglaubt hat, hat das leichter gehabt. Das ist der Fastentag, ne? Bitte? An dem Tag wird gefastet. Ja, auch an dem Fastentag eben. Das ist, mir hat das sehr imponiert, genau wie die Religiosität der anderen zum Beispiel. Aber was ich noch interessant finde, ist, dass Sie davon sprechen, dass Sie Ihren Humor wiederbekommen haben. Ja. In welchem Zeitpunkt in Ihrem Leben würden Sie das zurückführen? Wo würden Sie sagen, ab dem Moment habe ich wieder meinen Humor zurückgekriegt? Durch das Erzählen, durch die Fragen und durch die positive Resonanz, das war für mich auch eine Therapie. Diese Therapie von Auschwitz-Überlebenden, die scheint bei jedem anders zu funktionieren und da ist jeder Mensch ein Individuum und befreit sich von diesen Erinnerungen auf seine eigene Art. Es gibt ja jetzt dieses Video, I Will Survive, und da ist ein Auschwitz-Überlebender, der ist ein Jahr jünger als Sie, der ist 89 und kommt aus Polen, hat mit seinen Kindern und seinen Enkeln zusammen zu dem Lied I Will Survive in Auschwitz jetzt einen Tanz vorgeführt, der im Internet schon über 500.000 Klicks hat. Die einen kritisieren das, weil er auf dem Blut der dort Umgebrachten tanzt. Die anderen sagen aber, das ist die Art, wie er sich eben sozusagen über das Leben, was ihm danach noch geschenkt wurde, freut. Was ist Ihre Einstellung? Ja, ich glaube nicht, dass Sie recht haben, dass die Initiative ging von seiner Tochter, Mrs. Corman, aus, die eine Aktionskünstlerin ist. Sie hat ihn dazu überredet.
Normalerweise weiß er, dass dort an dieser Stelle, wo die getanzt haben, überall Blut ist. Dort wurden Leute erschlagen. Ich finde das geschmacklos. Und wenn jemand sagt, das ist eine neue Form des Gedenkens, dann tut es mir leid, dass man eine neue Form, da kennt man ja auch auf den Schlachtfeldern von Verdun, könnten die Überlebenden dran tanzen. Haben Sie schon so etwas gehört, dass man in Verdun getanzt hat? Haben Sie schon etwas gehört, dass man in Oradour getanzt hat, wenn jemand überlebt hat? Das ist blutige Erde. Ich fand das geschmacklos und wirklich, es ist Sensationsmache. Leider ist es heute so, dass die Auffassungen über was ethisch vertretbar ist, sich stark verändert hat. Mhm. Das ist vollkommen anders. Wenn junge Leute anders darüber denken, ich bin aber 90 Jahre alt, habe 6 Angehörige verloren und ich weiß, was dort abgelaufen ist. Mhm. Ich würde mir so etwas nicht erlauben. Es ist ein Ort der Trauer. Wenn er hingefahren wäre mit seiner Familie und dort an dem Krematorium oder wo immer das Totengebet gesprochen hat, das wäre die richtige Art des Gedenkens. Aber das würde natürlich nicht im Fernsehen kommen. Denn das ist etwas ganz Normales und Alltägliches. Aus diesem Grund fahren die Leute hin, um eben zu trauern und nicht um dort zu tanzen. Er sagt ja, das ist seine Art zu trauern und er möchte sozusagen damit zeigen, dass das, was die Nazis eigentlich gewollt haben, nämlich sein Leben auch auslöschen, dass sie das eben nicht geschafft haben und dass das sein Triumph über das Leben ist. Naja, das ist eine persönliche Auffassung, die ich aber nicht teilen kann und die eben durch seine Tochter ihm eingeredet wurde. Denn es ist oft so, dass Töchter einen großen Einfluss auf Väter haben. Und ich glaube nicht, dass der Adolek, wie man ihn nennt, der hat ja nicht nur in Auschwitz getanzt, er war in Theresienstadt. Ich glaube, dort war er überhaupt nicht. Er hat in Dachau, ich weiß nicht, ob er in Dachau war. Das war eine reine Sensationssache, die ich ganz, ganz schlimm verurteile. Okay. Was bei Ihnen ja auch bemerkenswert ist, Herr Mannheimer, dass Sie tatsächlich auch den Kontakt zu Neonazis suchen, um sie über die damalige Zeit aufzuklären und mit ihnen zu diskutieren. Erfordert das nicht ganz besonders viel Kraft? Ja, im Gegenteil. Es ist mein Paradefall ist ja eigentlich Bela Ewald Althans, der Beruf Neonazi in dem Film von Winfried Bonengel. Er hat ihn agieren lassen, er hat ihn deutsches Blut und deutsche Erde und so weiter. Er hat ihn agieren lassen. Aber das ist ein großer Fehler von Filmemachern und auch von Schriftstellern, dass sie meinen, dass der Zuschauer oder Leser die gleichen Gedankengänge hat wie der Macher. Die Autoren selber. Das ist nicht der Fall. Es war ja so, dass 1992, es war am 4. Mai 1992, wurde ich von der israelitischen Kultusgemeinde gebeten, in dem Bayerischen Hof an einer Pressekonferenz von David Irving teilzunehmen. Ich komme ins Foyer, da suche ich, wo diese Pressekonferenz stattfindet, kommt ein Herr, ich bin vom Hause, ja, ich möchte zu David Irving, zu der Presse, ja, der darf hier nicht sprechen, er hat sich unter falschen Namen eingemietet. Althans Vertriebs- und Öffentlichkeitsarbeit. Auf alle Fälle war es so, dass mich mein Freund von der jüdischen Gemeinde aufmerksam gemacht hat, das ist der gefährliche Althans. Ich habe 2 Wochen zuvor im Spiegel über ihn gelesen, bin zu ihm hingegangen, sage ich, Althans, ich bin ein Überlebender von Auschwitz. Ich bin überrascht, dass ein intelligenter junger Mann wissentlich solche
Lügen verbreitet. Sagt er, ich habe ja damals nicht gelebt, sage ich, aber Sie haben zur Zeit des Pyramidenbaus auch nicht gelebt. Man kann sich erkundigen, hat die Pyramiden, haben die existiert und so weiter. Nachher geht er weg und kommt 10 Minuten später und sagt, in Mannheim, ich habe alle ehemaligen Vernichtungslager besichtigt. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Belzec, dann Chełmno, das ist also, sage ich, wenn Sie sollten schon den deutschen Namen, dort wurden Vergasungen im Autos gemacht und in dem Schloss. Dann eins habe ich vergessen, Sobibor. Sage ich, geben Sie mir Ihre Adresse, ich schicke Ihnen meine Erinnerungen. Da hat er mir die Adresse von dem Naziladen gegeben, aber ich bin am nächsten Tag zu dem Prozess gegangen. Das war in der Nymphenburger Straße. Der Korridor war voll. Da war ein Justizwachtmeister. Mhm. Ich sage, hören Sie zu, ich müsste da rein. Sagt er, bleiben Sie da. Wenn ein Außer geht, schiebe ich Ihnen ein. Ja, und da habe ich gewartet. Dann war eine Pause. Ein Mädchen musste mal raus. Da hat er mich rein. Die haben gesagt, besetzt, besetzt. Ich habe ein Pokerface gemacht. Der Justizmacher sagt so, ja, wir sind dann im Theater, wenn er aufsteht, darfst du hier hocken. Da bin ich gehockt. Mhm. Neben mir ein Mann, 1944 geboren, wie sich herausgestellt hat. Sag ich, sind Sie nicht Landsleute? Ja, wieso? Sind Sie aus dem Sudetenland? Weil Tschechoslowakei ist zu wenig nationalistisch. Nein, ich bin aus Königsweg. Ah, Immanuel Kant und Sie sind aus Königsweg. Entschuldigen Sie, wenn ich Immanuel Kant als Ersten nenne, aber er lebt ja vor uns. Was ist bla 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 bla, was ist Ihr Hobby, Philosophie? Sag ich, genauso wie bei mir. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte bla bla machen. Mhm. Als ich genug geblatt habe, habe ich gefragt, aber was glauben Sie? Dann war eine Pause. Hat es diese Gaskammern gegeben? Dann hat er mit der Hand gesagt, ich bin mir nicht sicher. Resümee, wenn ein 1944 geborener Mann am 5. Mai 92 noch nicht weiß, dass sich für Philosophie interessiert, ob es Gaskammern gegeben hat, wie kann so ein junger, unbedarfter Jugendlicher von Nazis belämmert, wie kann er dem widerstehen? Das ist ja die Verführung, dass die jungen Leute dazu verführt werden. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Mannheimer, Sie haben aber noch völlig andere Interessen. Also ich sag mal zum Beispiel Autos ist etwas, wo Sie sich viel interessiert haben. Ja, ich habe einen Oldtimer gehabt. Also den Oldtimer, Sie kennen ja dann ein Foto am Tisch machen. Das war wirklich ein Tatra 1938. Der gleiche ist in der Pinakothek der Modernen aufgebockt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Das war ein sehr futuristischer Wagen. Ich bin in der Nähe der Fabrik aufgewachsen. Es war ein Geschenk meines inzwischen verstorbenen Bruders zu meinem 70. Geburtstag. Was hat Sie an den Autos fasziniert? Mein erstes Wort laut Auskunft meiner Mutter war nicht Papa oder Mama, sondern Auto, Auto. Und ich wollte auch immer Rennfahrer werden, aber vielleicht ging es mir so wie Jochen Rindt oder so. Und ich könnte dann nicht mit 90 Jahren auch noch Auto fahren und Interviews geben. Das geht nicht. Aber Ihre Schwiegertochter sagt zum Beispiel, Sie haben, wenn sie heute mal zum Beispiel Sie einladen möchte oder so, dann muss sie das Wochen im Voraus tun, weil Sie nie Zeit haben. Sie sind den ganzen Tag... Naja, also jetzt ist ja eine Ruhepause. In dem Moment, in dem die Ferien sind, habe ich weniger. Aber sonst bin ich ganz schön. Ich fahre jetzt nach Leipzig mit dem Weißen Raben, der schon mal aufgeführt worden sind. Vorträge plus Weißer Rabe. Der Weiße Rabe, ich hätte nie gedacht, dass dieser Film so ankommt. Es ist eigentlich nur ein reiner Zufall, wie das entstanden ist. Aber sind Sie denn zum Beispiel hier in München? Fühlen Sie sich hier wohl? Was mögen Sie an München? München ist... Ich kenne viele Städte. Ich kenne New York, kenne Paris, kenne London, kenne Stockholm, kenne Jerusalem, kenne das und jenes. München ist eines der schönsten Städte der Welt. Und zwar
nicht nur wegen der Gebäude, sondern auch wegen der Lebensart. Erst einmal, ich bin ja so österreichisch geprägt, deshalb, ich habe ja auch wienerisch gelernt. Ich war ja in der Schule faul, wollte nicht Latein lernen. Dann habe ich die Handelsschule besucht und habe dann an der österreichischen Grenze gelernt. Senta Berger, mit der komme ich öfter zusammen, sage ich, Frau Berger, ich bin ein Holberter Werner, ich habe in Znaim gelernt an der Grenze. Was heißt ein Holberter? Das ist ein ganzer Werner. Natürlich spreche ich nicht wienerisch in Wien. Ich habe das angelernt, bei uns hat man ganz anders gesprochen. Und trotzdem in München? München, ich zitiere nur Oberbayerisch außerhalb Münchens. Außerhalb Oberbayerns, und zwar, das war eine Ausnahme, dass ich jetzt den Justizfachwesen zitiere, weil Dialekt ist das Schwierigste. Ich spreche viele Sprachen, sage falsch, aber fließend, aber Dialekte, das ist das Schwierigste. Ist schwierig, ne? Vor allen Dingen, wenn man das vor Leuten spricht, die diesen Dialekt sozusagen eingesaugt haben. Die denken, man macht sich lustig über sie. Genau. Aber ich meine, ich verstehe alles und das ist auch wichtig. Und wo halten Sie sich gerne auf in München? Bitte? Wo halten Sie sich gerne auf in München, wenn Sie so durch die Stadt gehen? Oder? Ja, also ich war im Museum, sehr viele Ausstellungen, weil ich auch Maler bin. Mhm. Also ich gehe in Ausstellungen sehr viel. Ich liebe die Fußgängerzone. Ich meine, jetzt bin ich leider durch meine zwei neue Knie, neue Hüfte bin ich etwas behindert. Jetzt kann ich es nicht mehr. Aber früher, als ich noch in Schwabing wohnte, bin ich jeden Abend vom der Clementine, das war beim Ungarabad, bis zum Siegestor immer spazieren gegangen. Da waren noch die Künstler links und rechts. Es war noch eine andere Atmosphäre. Heute, glaube ich, muss man sich vor Taschendieben dort achte, ich weiß nicht, also ich, vielleicht nicht. München gilt immer noch als eine der sichersten Städte in Deutschland. Aber alte Leute sind ja gefährdet, alte Leute kennen nicht, reißen einem die Tasche raus und so weiter. Ja, also München hat Atmosphäre. Ich war auch früher bei den, im Schwabing, bei den wo die Dichter, Schriftsteller zusammengekommen sind. Da war ich eben durch meine verstorbene Frau, die also Stadträtin war, hat enorme Verbindungen gehabt zu allen diesen kulturellen, sie war ja im kulturellen Gebiet für einen Kulturausschuss. Mhm. Durch sie bin ich auch zur abstrakten Malerei gekommen. Wenn Sie sich jetzt so den Jakobsplatz angucken, die Synagoge, die dort gebaut worden ist, haben Sie so das Gefühl, dass das jüdische Leben in München jetzt wieder Normalität erreicht hat? Also es ist erstaunlich, welches Interesse plötzlich am Judentum existiert. Mhm. Ja? Ich habe gerade damals, als sie die Aufnahme gemacht, an dem Tag habe ich ein Interview mit dem Marian Hoffmann gemacht. Ja. Und da hat er mich gefragt, was ist mein größter Wunsch? Sag ich, mein größter Wunsch ist, dass der Kardinal Wetter eine Predigt hält in der Synagoge und der Rabbiner in der Kirche. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Frau Knobloch? Wie könnte man das bezeichnen? Sie begleiten einander ja quasi ein Leben lang. Ich kenne sie, da war sie 17 Jahre alt, ja. Mhm. Ich kannte auch ihren Vater sehr gut, Neuland. Also wir kennen uns eben seit dieser Zeit und es ist eine tüchtige Frau, was sie daraus gemacht hat. Nicht mit allen Entscheidungen, die Entscheidungen, die ich treffe, sind auch nicht alle richtig. Und wenn man so einen Posten hat, kann es passieren, dass man eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht die Zustimmung aller findet. Aber trotzdem, was sie da durchgesetzt hat mit dem Bau, mit dem Verkauf, es war doch so ein großer Protest, dieses Grundstück,
ja, bei Oberpollinger, dass das verkauft wird. Das war eine sehr gute Sache. Und die Leute, wenn sie sich anmelden wollen, um eine Synagoge, müssen sich wochenlang vorher anmelden, damit sie übertragen kommen. Die Leute entdecken, dass die Juden, und manche vergessen eigentlich, dass Christus Jude war. Nicht? Das ist das, was viele, viele vergessen. Das ist eigentlich der Unterbau der Kirche, das Neue Testament, auf dem Alten Testament basiert. Denn ich bin sehr oft mit Pfarrern. Ich sage oft, wann werden Sie endlich das Copyright für das Alte Testament bezahlen? Es ist noch kein Pfennig bezahlt. Mach halt solche Späße. Klar. Dann sagt mir einer, wir geben Ihnen das Neue in Zahlung. Sage ich, das nicht. Sind Sie manchmal so auch so ein bisschen, wenn Sie über Ihr Leben sprechen, über diese Zeit des Verfolgtseins sprechen, sind Sie dem auch manchmal überdrüssig? Nein. Es ist jedes Mal anders durch die Fragen. Es ist zwar der Vortrag, ist der Wortlaut der gleiche, ich spreche hauptsächlich frei. Ich lese nicht viel, nur ganz wenig. Und ich gehe, die Fragen sind halt interessant. Die Fragen sind interessant, sind immer wieder eine Frage, und das möchte ich schon erwähnen, da ging es mir ganz schlecht, war bei den Gehörlosen in der Fürstenriederstraße. Da fragt eine Schülerin, seit wann sind Sie Jude, sage ich, so wie Christus, seit der Geburt. Und das vergessen eben viele. Das ist eben diese professionelle Verlegenheit auch von, ich sage mal, Deutschen gegenüber Juden. Ist das eine Sache, die sich verändert hat? Ja, sagen wir so, der 1900 Jahre Antijudaismus, das Wort Antisemitismus gibt es erst seit 1871, bleibt nicht ohne Wirkung. Wenn wir noch denken, die Deggendorfer Gnad, lauter Erfindungen, Hostienschändungen und so weiter, Brunnenvergiftungen, ich sage immer, und die Juden haben Coca-Cola getrunken, nicht? Oder der Anderl von Rinn, also in Österreich, dass ein Junge zum jüdischen Osterfest oder Pesachfest tot aufgefunden wurde, Ritualmord und Märchen und so weiter. Es gab ja wahnsinnige Sachen, ich denke jetzt an den Hilsner-Prozess. Thomas Garrick Masaryk war der Verteidiger damals. Aber ich meinte jetzt mehr so die jüngere Generation, die ja auch so eine Verlegenheit auch immer noch spürt, wenn sie Juden gegenüber sitzen. Ja, also ich versuche Ihnen eben, ich habe ja Schwierigkeiten, wenn ich mit meinem Vortrag aufhöre. Ich höre auf nach der ersten Nacht, nach der Selektion. Da haben sie große Hemmungen, Fragen zu stellen, weil sie sich irgendwie mitschuldig fühlen. Und meine Technik oder meine Erfahrung ist, dass ich eben schon im Vorhinein erkläre, dass ich nur eben, das ist schon eine Wiederholung, als Zeuge der Zeit und nicht als Ankläger komme. Dann werden sie, dann stellen sie Fragen. Viele fragen dann schriftlich, weil sie sich trauen. Oft sind mehrere Klassen zusammen. Da gibt es auch eine gewisse Hemmung und so weiter. Also es ist sehr positiv. Und ich beantworte jeden Brief, jede Anfrage beantworte ich. Diese sogenannte Trittsicherheit durch die deutsch-jüdischen Fettnäpfchen, die muss ja auch erst mal gewonnen werden. Können Sie dabei helfen? Ja, wissen Sie, es ist so, mein Bild ist ja vollkommen schief, wenn man es genau nimmt. Ich wäre nur eingeladen in die Schulen, wo ich Vorträge halte. Ich weiß nicht, wie es in anderen Schulen ist. Ich weiß nicht, wie sich die Leute verhalten. Also mein Bild ist absolut positiv, aber einseitig. Zum Beispiel, ich war jetzt, das ist meine... Wenn ich das mal erkläre, weil Sie immer nur in Schulen eingeladen werden, wo eine gewisse Bereitschaft da ist, Ihnen zuzuhören. Und es gibt natürlich auch andere Plätze, wo diese Bereitschaft erstmal gar nicht da ist. Und da werden Sie gar nicht eingeladen. Ich habe noch nie jemanden gefragt, ob ich in die Schule kommen kann. Mhm.
zum Beispiel meine Meisterschule, weil ich sie nenne es Grafiker Gymnasium, da war ich 31 Mal. Die Leute sind der Meinung, dass mein Zeugnis, meine Zeugenschaft eine gute Ergänzung zum Geschichtsunterricht ist. Dieser Meinung bin ich auch. Herr Mannheimer, was ist so jetzt Ihre Hoffnung, nachdem Sie also so viel Zeit auch da rein investiert haben, den Leuten aus Ihrem Leben, aus Ihrer Erfahrung zu berichten? Was ist da jetzt so, wenn Sie mal so sich das nächste Jahrzehnt überlegen, Ihre Hoffnung, wie sich das auch gerade hier bei uns in Deutschland, das deutsch-jüdische Verhältnis weiterentwickelt? Also eine Kollegin von Ihnen, von einem anderen Sender, hat gesagt, es sind zwei Begriffe, die Ihnen wichtig sind, aber ganz schnell. Sei ich Freiheit und Humanität. Und mit diesen zwei Zielen, das müssen die jungen Leute einsehen, dass sie die Freiheit verteidigen und Humanität entsprechend verbreiten. Wenn Sie jetzt noch sich überlegen, dass also gerade ganz viele Israelis Berlin als ein ungeheuer attraktives Reiseziel empfinden und dort auch sehr häufig dann leben und ihren Lebensunterhalt verdienen. Wie wirkt das auf Sie? Es gibt in Berlin mittlerweile, nach den Amerikanern sind die Israelis die zweitmeisten Touristen, die Berlin besuchen. Ja, nun, ich habe heute schon die Zeitung gelesen und es ist mehr Fun. Es ist weniger das Interesse an den, sondern weil es eine Stadt ist, die, wo sie aus der Enge Israels für eine Weile ausbrechen können. Denn Israel ist leider aufgrund der politischen Situation und der militärischen Situation, sind sie sehr eingeengt. Und da fühlen sie sich frei und, wie man sagt, hauptsächlich Fun. Gut, aber es gibt auch andere Städte und alle andere Plätze in der Welt, wo man vermuten könnte, dass eben dort auch sehr viele Israelis hingehen. Aber dass es jetzt gerade Berlin ist, ist doch erstmal erstaunlich. Naja, das ist erstaunlich, weil Berlin ist eine interessante Stadt, hat ein riesen, nach dem ganzen Umbau, ein Riesenangebot an kulturellen Veranstaltungen, und viele Happenings und so weiter. Also ich bin eine andere Generation, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber empfinden Sie es grundsätzlich als positiv, dass diese Entwicklung in diese Richtung geht? Natürlich, weil man lernt die Leute kennen und man sieht, das ist eine andere Generation, das ist sehr positiv. Und was wichtig ist, ist ja der Austausch. Es gibt ja Partnerschaften für Schulen und so weiter. Das ist das Wichtigste, dass die Leute sehen, dass sie die gleichen Probleme haben wie selber. Also Partnerschaft mit Israel existiert jetzt schon seit ungefähr 50 Jahren. Erst im Kleinen, aber jetzt ist es so, dass viele Leute also mit Vorbehalten hingegangen sind. Ich kenne ja Leute, die also als freiwillige Aktion Sinnezeichen nach Israel gehen, Altenheimen oder in Krankenhäusern da ihren Dienst leisten, und sie tun das gerne und sie werden von den anderen nicht abgelehnt oder so. Also es gibt schon eine große Annäherung. Und eben die menschlichen Beziehungen, wenn man etwas nicht kennt, hat man Vorurteile. Lernt man jemanden kennen, dann der Unterschied zwischen einer Minderheit, in Deutschland, wie das steht, weiß ich, der Herr Israel K. hat das und das gemacht, dann weiß man, das ist ein Jude. Ja, wenn da steht der Franz Huber, dann ist es der Franz Huber. Aber sonst, da seht ihr. Diese tendenziösen Sachen, die also gebracht werden. Aber dieses sich kennenlernen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Denn immer dann, wenn die Menschen mit mir reden und einander verstehen, dann ist das eben auch sehr... Sicher. Die Barrieren sind sofort weg. Dann sind die Barrieren sofort weg. Garantiert. Lieber Max Mannheimer, man könnte sich mit Ihnen natürlich Stunden unterhalten. An dieser Stelle ist unser Programm zu Ende. Ich möchte Ihnen ganz herzlich für das Gespräch danken. Danke für Ihren Besuch. Ich habe eine Wald- und Wiesen-Geschichte
Geschichte, aber wenn Sie das Ganze bringen wollen, wird das, glaube ich, zu langweilig für die Leute. Das müssen unsere Zuschauer entscheiden. Ich bin der Meinung, dass man sich das sehr gut anhören kann. Wir werden sehen, ob es geeignet ist oder nicht. Ja. Warum sollte es nicht geeignet sein? Reklamationen wird es immer geben. Genau, danke nochmal. Wenn alle Leute alle Sendungen perfekt finden würden, wäre das Ganze doch langweilig. Da haben Sie völlig recht. Also. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.